Marco Duss, treuer Fan vom FC Erlangen, hat trotz Wind und Regen die weite Auswärtsfahrt auf dich genommen. FC Erlangen in Utzisdorf, heute leider 2-1 verloren. Was sind deine Eindrücke von draussen? Ja, also mal das erste Mal der Eindruck, den ich hatte, in der ersten Halbzeit, wir sind ja von der italienischen Sektion über den Rief gefahren, da, die ganze leere Strecke. In der ersten Halbzeit ist das eigentlich ein bisschen schleppend vorangegangen, immer mit den Heichenbällen, mit dem Torwart, der ein bisschen Mühe hatte. Aber es war unglücklich für die Fans. Wir sind direkt in dem Ball gestanden, haben gerade gesehen, ja, das ist ein sicherer Ball, den kann man haben. Aber dann macht es Bums und dann ist er irgendwie drin. Und das war natürlich schon ein Schreckmoment. Nachher in der zweiten Halbzeit hat man sich ein bisschen gefangen. Man hat schon gemerkt, doch das Team, Gleboi, wegen der Unterstützung von uns, ist das nachher besser gegangen, weil ja, ich als Vier hatte. Der Regen hat nachgelassen und wir haben einfach probiert, von außen noch rein zu pushen. Gell? Und dann ist das gegangen wieder. Und man hat die Mannschaft können dominieren. Das hat man schon gesehen. Aber irgendwie das letzte Kämpfchen, wo ich nachher sehe, das ist gut gewesen. Am Schluss sage ich, ich glaube, es hätte ein bisschen Unglück gefällt. Ja, jetzt müssen wir das anhaken und vorwärts schauen, der Support von uns hat. Ja, der hat Spieler gesehen, hängende Köpfe. Wie soll die Mannschaft jetzt mit der Niederlage umgehen? Ich glaube, das, was ich gemacht habe, ist das Beste. Wir sind alle zusammengestanden und haben gesagt, das ist eine Niederlage, aber es geht weiter. Wir sind immer noch eine gute Truppe. Wir haben jetzt leider einen guten Spieler verloren. Unglücklich. Ich bin persönlich ganz ein guter Fan von Sandro. Ich habe den Rest daheim von den letzten drei Saison von ihm immer daheim aufgehängt. Aber ja, eben, wie gesagt, jetzt müssen wir vorwärts schauen, müssen wir das abpacken und dann kommt das gut. Ja, da bin ich überzeugt und wir sind immer dabei und ja, hoppen wir mal. Merci Marco Duss und sicher auch von uns natürlich gute Besserung Sandro Matthijs. Im Moment ist er noch im Spital, wir hoffen aber, dass es gleich besser geht. Merci Marco. Merci euch.